Cody gegen Syntek. Und eigentlich hat Syntek nämlich auch ein Falco. Ich weiß nicht, ob er ihn nicht mehr spielt oder nur keinen Bock hat auf Dito. Aber das wäre natürlich auch ein heftiges Falco-Dito. Scouty gegen Syntek. Okay. Aber ich glaube, Syntek ist generell jetzt auch ein bisschen gewechselt worden. Na, wie heißt denn der Junge? Robert. Robert. Ja. Und ist mit Robert jetzt eher am Start. Und Scouty natürlich mit Falco. Und ich weiß, dass er fast täglich spielt. Und sehr viel besser geworden ist. Muss man ihm lassen. Erst am Grinden. Der ist auf jeden Fall am Grinden mit seinem Bro Fuego Elo. Das alte Ehepaar, die beiden. Ja, Scouty hat Fuego Elo auf NRW Cup outperformed, glaube ich. Mm. Da war ich gehypt. Ja, da hat er. Aber auch ein bisschen traurig wegen Fuego Elo. Ja, hatte nicht so seinen Tag. So das Potenzial gehabt, dass er. Oh, schöne Big Air. Schön. Genau das. Schön. Genau das. Okay, Tritt. Einmal getreten und einmal geschlagen. Also, einmal so einen Stock auch noch. So einen Huhn geschlagen. Ja, dann nicht mehr. Oh. Ja, okay, keine Up-Air. Aber ich meine. Also, was Tim gut macht, ist diese Kombos. Was seine Schwäche ist, würde ich behaupten, ist, dass er zu Hype dann in diese Combo reingeht, da irgendwie was ganz Cooles noch irgendwie zum Abschluss machen will. Meistens wird er dafür hart gepusht. Das ist also ein bisschen wie der Greed auf irgendwie ein schönes Play. Ja, ich finde, er ist halt auch einfach offensiv gut und defensiv schlecht. Also ich finde, da kommen immer zu viele Air-Dodges immer sofort. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur ein Online-Habit ist. Online hat er immer geair-dodged. Ja, immer. Aber das ist ja schon ein bisschen. Also ich würde sagen, dass auch sein defensives Neutral-Game sehr viel besser geworden ist. Ja, okay. Ja, vielleicht gucke ich einfach mal ein bisschen genauer zu jetzt hier gerade. Das ist hier gerade die aktuelle Version von Scouty. Ich würde auch sagen, immer das aktuelle bewerten. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Es war auf jeden Fall sehr lange Zeit eine Problematik. Aber, schöner Upsmash. Ja, okay, immer noch. Aber es ist wirklich, also, Tim muss man ihn lassen. Ist wirklich sehr cool. Big aber Syntek auch ein guter Spieler, ja? Safe. Und das sehen wir hier. Das ist auf jeden Fall echt lieb. Ja, durchaus auch mal einen fünften Platz bei LEZ gemacht. Der gute Syntek. Auch viel mit Falco. Inzwischen eher mit Rob und Terry unterwegs. Schöne Kombo gerade hier. Terry, crazy der Charakter. Ich feiere den auch übelst zu spielen. Das macht echt Spaß und ich habe das Gefühl, ich muss den nicht wirklich. Also, der ist nie rostig bei mir, weil die Kombos nicht so schwer sind. Power Dunk! Burning! Ja, ich würde sagen, auch wenn es von den Prozenten her even aussieht, ist es doch jetzt ein Favor auch für Syntek. Und Scouty. Ich schau, dass er jetzt hier vielleicht an der Kante nochmal so abtilt. Ja, oder auch einfach weg, sehr, ja, so jetzt wirklich catcht. Auch den Kill bekommt. Ja. Weil 2% noch und dann gibt's KO. Weil genau, das ist halt das Scary. Ah, go, nicht KO. Okay. Und Terry auch ordentlich schwerer als Falco. Oh. Okay, was macht er jetzt? Jump? Nee, rollt. Alle rauf. Oh, das war's. Ja. Oh, das war's. Gegen ja. Terry. Das ist halt genau so das, was ich meine. Das ist halt das, was so scary ist. Ja, gegen Terry darf man halt nicht, also man darf nicht durch Terry durchrollen, einfach weil er nur den Jab gedrückt halten muss. Der dreht sich mit, während er jabbt. Also und dann gibt es halt Jab und dann Power Dunk. Power Dunk. Power go Dunk. Back. Basta. Go. Das ist ein heftiger Power Ranger, der Typ, ne? Ein heftiger Power Ranger. Ja. Rising Tackle. Nice gemacht von Syntek. Mhm. Schade für Scouty. Knappes Ding. Knappe Kiste. Okay, wir nehmen das Basic Mario. Knappe Kiste machen wir jetzt nochmal. Dieser Husten, ey. Müsste immer krank, weil er mit Kindern arbeitet. Das stimmt nicht. Ich habe nur übertrieben beim Klettern. Okay. Aber ich bei NZ warst du letztes Mal ein bisschen immer angeschlagen. Ja, jetzt nach einem Monat und dann bin ich durch. Dann bin ich nie wieder krank. Dann darfst du die Kinder anschlagen. Okay, also back to. Okay, gut. Okay, wir sehen hier.
Scouting-System. Und das ist Even. Die nehmen sich beide nicht viel. Ist einfach gerade Neutral Game. Ist, okay, jetzt hier aber Syntec mit dem Go. Oh. Er kommt ja wieder der Jab, oder? Okay. Eben ist er zu ihm hingelaufen, hat er den Jab. Okay. Ich will mal noch einen Jab sehen. Ich will Jab sehen. Kein Downjab. Oh. Okay. Wilde Kombi. Okay, Laser. Downshield. Ja, Max Jump Range von Falco ist schon echt insane. Oh, keine Backer, okay. Kann man mal machen. Auch so, eine Schwäche bei Scouty auf jeden Fall. Edge gerade muss man auch immer noch. Ironischerweise einer der Stärken von Fuego Elo auch. Ja. Über die Zeit. Da kommt der Kill. Down tilt into. Ja, also er hat das Problem, dass auch ich habe bei Edge Guards einfach smart zu sein. Ja, geduldig, ne? Geduldig zu sein. Wird Captain Falcon einfach immer so ein bisschen rumzappeln, dann einfach Jab, einfach dann doch nach hinten gehen. Oder sowas. Cruel Air Dodge sieht so aus. Kurz Offstage Sprint. Down Air! Mhm. Apropos Down Air, ich weiß nicht, wie man da gerade gekillt hat. Genau. Okay, Kombo-Starter. Schön. Noch ein Laser hinterher? Nee, kein Laser. Und jetzt aber hier doch. Hier hat er ausnahmsweise mal gut gewartet. Das ist nämlich das, was ich vorhin kritisiert habe. Das hat er hier aber gut gemacht. Und extended das dahingehend, dass er einfach mal kurz gewartet hat. Dann weitermacht. Jetzt hier. Das ist nicht true. Aber das ist nice umgedreht hier für die Backer. Und das ist jetzt natürlich dann schon ein bisschen greedy gewesen, ja. Dafür wird man gepunished. Hart gepunished. Da muss er einfach aufpassen. Guck mal hier, der geht da so schön in Führung. So schön lead. Und dann lässt er sich das wegnehmen, weil er zu greedy ist. Ja, das muss schon Game 3 geben hier auch. Das kann nicht sein, dass okay, das jetzt hier muss er, auch Game da muss er jetzt mal ein bisschen aufgeben. Aber eben auch nicht zu greedy werden, ne? Jetzt will er unbedingt den Stock haben und ich kann mir vorstellen, bei Tim, dass er jetzt vielleicht doch irgendwie ein bisschen zu viel will oder den Stock zu unbedingt will, ja, und dann dafür gepunished wird. Vielleicht sehen wir hier aber jetzt auch mal ein cleanes Comeback. Oh, schöne Back-Air. Hier, ja, okay. Diesmal schön gewartet auch. Nehmen alles zurück. Guter Edge-Guard gewesen. Oh Mann, das ist aber auch immer schneller Damage, ne? Schon, aber okay. Jetzt hier. Oh, da hätte er vielleicht bei die Roll noch liegen können. Der Upsmash! Schön getimed und direkt Uppercut. Oh, das war aber schon ernst. Ja, sehr schöner, schön getimter Upsmash.